Bei unserem heutigen Sonntagsmalkurs zeichnen wir eine Szene auf dem Wasser. Dazu zeichnen wir eine Wasserfläche, das ist gleichzeitig die Horizontlinie, etwas unterhalb der Horizontlinie der eigentlichen. Und jetzt zeichnen wir ein Boot und das konstruieren wir richtig, indem wir hier eine Diagonale zeichnen von dem sogenannten Horizont oder Fluchtpunkt und hier jetzt unser Boot, was ja auf beiden Seiten symmetrisch ist, als Keil erstmal anzeichnen. Das sollte so in etwa, ihr könnt ruhig mehrere Hilfslinien machen, gleiche Abstände haben links und rechts. Und jetzt haben wir ein Boot, das liegt schön gerade im Wasser und hat hinten so eine flache Kante. So, das geht hier ein bisschen weiter raus wie hier. Und jetzt haben wir den Bootskörper, der ist wie eine Art Blatt. Das heißt, wir legen hier vorne irgendwo unsere Schiffsvorderseite fest und malen jetzt hier einen Bogen und den anderen Bogen so rum, dass es sich vorne wieder trifft. So, dann können wir hinten den Bootskörper nach unten zeichnen. Das kann auch ein bisschen spitzer zulaufen. Und jetzt nehmen wir von der Kante hier runter ins Wasser eine verlängerte Linie und haben hier den Bootskörper anschließend geschlossen gezeichnet. So, das ist ein Ruderboot auf dem Wasser, da kommt noch mehr dazu. Wir bauen eine Bank ein, diese Bank liegt parallel, also gerade betrachtet zu unserem Bootsrücken hinten. Der Bootsbauch unten, der geht irgendwo da rein, so, und dann sitzt da jemand in unserem Boot. Der sitzt aufrecht da drin, beziehungsweise ein bisschen so zurückgebeugt, weil der soll rudern. Der fährt in die Richtung, wo das Boot spitz ist, also hier zum Horizont. Das können wir so als erstmal als Strichfigur anzeichnen. Hier haben wir unseren Kopf, der guckt nach in eine Richtung. Dann haben wir hier die Schulterpartie, hier so den Oberkörper könnt ihr zeichnen. Und jetzt gehen beide Arme nach vorne. Also hier in etwa kommen nachher unsere Ruder hin. Die Arme gehen nach vorne, so, und dann haben wir hier unsere Hände. Und über die Hände und die Ruder können wir hier so die Paddel dann anzeichnen. So, das könnt ihr auch wie Ovale zeichnen erstmal. Die beiden Beine, die ragen einfach vor ins Boot. Da sehen wir vielleicht gerade noch die Fußspitzen, viel mehr nicht. Wer möchte, also ich finde es ganz süß, der Figur vielleicht noch was auf den Kopf zu setzen, wenn die Sonne scheint. So zum Beispiel könnte der hier so eine Schirmmütze aufhaben. So, und die Figur, die muss auch nicht geradeaus gucken. Die kann zum Beispiel darüber schauen. So, und jetzt habt ihr hier dann den Kopf. Hier ist das Ohr, könnt ihr hier rüber machen. Und dann könnt ihr hier die Arme so nach vorne, die Hände sind dann hier, sieht man die Hand, die Fäuste sozusagen, wie der seine Ruder da hält, Ärmel hochgekrempelt, so, bisschen breiter, hier der Kragen vom Pulli, und dann habt ihr fast schon die Vorzeichnung von unserer Figur fertig. Und der sitzt jetzt hier auf dieser Bank, vielleicht kurze Hose an, so, und stemmt sich in sein kleines Boot. So, und sitzt hier auf der Bank, wie gesagt, die Bank ist hier im Boot so drinnen, ne? So, dieses Boot hat noch eine räumliche Tiefe, also könnt ihr den Rand noch ein bisschen zeichnen. Aber im Großen und Ganzen ist jetzt der kleine Mann hier in seinem Boot unterwegs. Ein Boot aus Brettern vermutlich. So, das ist der eine Teil. Und jetzt erzähle ich euch kurz was zur Perspektive unserer Reflexion, weil es geht immer noch um Schatten und Reflexionen, also Spiegelungen hier in dem Bild. Und da haben wir Folgendes jetzt. Wir schauen auf das Wasser wie auf einen Spiegel drauf. Eigentlich so ein bisschen von einer erhobenen Position, weil wenn ihr ganz genau von der Seite auf einen Spiegel schaut, dann seht ihr ja nur eine ganz dünne Fläche, aber keine Spiegelung. Wir schauen aber ein bisschen erhöht drüber. Wir sind also vielleicht so ein bisschen über der Wasseroberfläche hinten betrachtet und hier vorne sind wir auch ein bisschen höher. Das heißt, wir schauen auf unseren Mann drauf und nehmen jetzt unseren tiefsten Punkt vom Schiff, also da, wo er die Wasseroberfläche circa berührt, sowas hier vielleicht,
und können jetzt hier von unserer Position aus diese Höhe abtragen auf unser Wasser und wissen jetzt, hier unten ist die Spiegelung von unserem Kopf. Wir fangen damit an, weil unser Bootsrand verdeckt einiges. Das heißt, ihr könnt jetzt unten den Kopf von unserem jungen Mann hier zeichnen, so in etwa, und die Mütze hier auch. Und jetzt eine Sache könnt ihr jetzt sehen schon, dadurch, dass er sich von unten spiegelt, sehen wir sein Gesicht nicht mehr gerade, sondern wir sehen es ein bisschen von unten. Sowas zum Beispiel, beziehungsweise sowas, dass er zur Seite schaut und auch seine Nase sehen wir von unten jetzt. So, und sein Oberkörper, der sich hier spiegelt, den sehen wir gespiegelt auch von unten, aber den lassen wir jetzt so, weil jetzt zeichnen wir unser Boot. Das spiegelt sich von den Rändern her genau wie es ist, auch natürlich von unten betrachtet, aber hier vorne zum Beispiel auch, tragen wir die Kante von der Wasseroberfläche ab, betrachtet, kommt ihn etwa hier wieder raus und dann sehen wir auch, dass von unserem Mann gar nicht mehr viel übrig bleibt. Der verschwindet nämlich hinter dieser Wasserreflexion, die wir so eins zu eins von oben Stück für Stück abtragen können. So auch hier, wenn wir hier dieses Ruder nehmen, dann kommt es hier raus. Das hängt in der Luft gerade. Und hier auf der anderen Seite auch. Ne? Dann habt ihr jetzt sozusagen automatisch den Schatten von unserem Angler hier, von unserem Paddler gezeichnet. Ne? Und die Aufgabe für heute wird dann sein, im Hintergrund zum Beispiel eine Insel oder was euch einfällt, zu zeichnen und auch dem einen Schatten zu geben, beziehungsweise eine Reflexion in diesem spiegelglatten Ozean. Das könnt ihr euch dann überlegen, ob das Eisschollen sind. Je nachdem, die ragen wahrscheinlich sogar noch ein bisschen rein so. Und dann könnt ihr hier auch diese Schatten bzw. diese Reflexionen auf dem Wasser, keine Schatten natürlich, zeichnen. Bei mir ist es vielleicht Eis. Da steht noch ein Pinguin drauf, dann je nachdem. Das kann man dann sehen, was sich da anbietet. Auf jeden Fall haben wir jetzt hier dieses Landschaftsstück hinten zur freien Gestaltung für euch. Ihr könnt es anmalen, wie ihr möchtet, zum Beispiel mit Wasserfarbe. Letztes Mal haben wir das ja schon gemacht und wer möchte, kann das heute ruhig nochmal probieren. Eigentlich ein schönes Motiv, gerade Wasser, um das damit nochmal auszuprobieren. Ihr macht es wieder so, dass ihr am besten den Hintergrund erst feucht anfangt zu behandeln, dass die Farben ein bisschen fließen. So, und dann könnt ihr da den Himmel malen, der sich gleichzeitig im Wasser spiegelt. Ne? So, dann nehmen wir ein bisschen einen dünneren Pinsel. Ich habe jetzt hier den ganz dicken genommen fürs Wasser. Jetzt nehme ich den ein bisschen dünneren und mache da meinen Himmel oben. Lass da so ein bisschen Wolken reinfließen. Das darf ruhig ganz weich ausfließen alles, weil unsere Berge am Horizont, die lasse ich jetzt erstmal ganz weiß stehen. Das wären ja vielleicht mal Eisberge. Das sehe ich dann. So. Und dann haben wir natürlich unten die Situation im Meer, im Wasser. Da fließt das alles. Und gleichzeitig sind aber Wellen erkennbar, beziehungsweise irgendwelche Wasserbewegungen. Da sieht man dann auch, dass sich dieses Gespiegelte im Wasser ein bisschen verzerren darf. Das muss nicht alles immer eins zu eins in jedem Detail bleiben, in jeder Kleinigkeit bleiben. Ihr könnt es dann ruhig ein bisschen auflösen. So. Wasser hat ja diese horizontalen, diese Strukturen, gerade wenn keine großen Wellen da sind, dann kann man das sehr schön mit solchen weichen Pinselbewegungen andeuten. Das hat dann schon ganz viel von diesem Wassergefühl bekommen. Darum eben auch Wasserfarben sehr schön geeignet für dieses Motiv tatsächlich. So, im Malkurs machen wir es dann nachher mit Buntstiften, das geht auch. So, und jetzt habe ich hier meine Eisberge
Die mache ich mit einem etwas tieferen Blau. Das bekommt so ein bisschen lila. Da nehme ich das dunkle Blau aus dem Wasserfarbenkasten dazu. Und dann hat es ein bisschen mehr Volumen, beziehungsweise das wirkt dann ein bisschen massiver. Das kann man sehr schön betonen, wenn man da noch reintupft, dann bekommt es wirklich solche Strukturen wie Eisfelsen. So nach hinten darf das ruhig. Wie gesagt, diese Farben reflektieren sich im Wasser manchmal auch ein bisschen aufgelöst. So, das hat man ja schon. So, ich mache jetzt die Landschaft nur ganz einfach im Hintergrund. Ihr könnt da ja ganz viel noch erfinden. Also eine Polarstation oder ein Schiff oder eine Fantasieinsel oder wie wir in Zukunft mal auf dem Meer wohnen. Da könnt ihr euch alles Mögliche einfallen lassen dazu. So. Hier vorne deute ich schon mal ein bisschen Schatten an, weil tatsächlich ist unsere Reflexion ja mit dem Bootskörper unten ein bisschen dunkler. So, und jetzt machen wir das so, dass wir unserem Mann zuerst mal seine Hautfarbe geben, dass das nicht alles blau wird. Ein bisschen Pinsel auswaschen. Erst mal ein bisschen rot, danach kann da noch ein bisschen braun rein. So, der ist richtig schön braun gebrannt. Da kommt noch ein bisschen Ocker dazu, ein bisschen braun drüber in die Hautfarbe rein. So, ganz wenig, aber das bisschen macht schon was. Und wenn ihr wollt, kann er auch ein bisschen angestrengt beim Paddeln sein, hat ein bisschen rote Backen. So. Also, jetzt geht's weiter. Jetzt machen wir die Mütze. Die Mütze machen wir. Jetzt habe ich schon rot im Pinsel, wisst ihr was? Jetzt mache ich dem eine rote Mütze. Hm. So eine orange-rote und hier auch. Und hier kommt nachher diese Mütze unten, die wird dunkel. Na, und wenn wir jetzt schon diese warmen Farben im Pinsel haben als Kontrast, können wir dabei auch bleiben. Ihr könnt zum Rot zum Beispiel jetzt für die Hose zum Beispiel so ein Lila nehmen mit rein. Noch ein bisschen, dann wird es so bräunlich mit dem warmen Rot. Für die Schuhe nehme ich das gleich auch. So, dann hat er noch ein rotes T-Shirt an. Dann haben wir einen ganz roten hier. Gemalt, der ist richtig gut von weitem erkennbar mit seinem Boot, welches aber braun ist. So, das lassen wir jetzt erstmal so. Und hier unten sieht man vielleicht noch seine rote Schulter im Wasser so ein bisschen. Und jetzt machen wir das Boot. Wenn es zu viel Farbe hat an manchen Stellen, könnt ihr einfach vorsichtig tupfen und manchmal ein bisschen welche Farbe wieder wegnehmen. Jetzt mische ich das Ocker und das Rotbraun hier. Guckt mal, diese zwei Farben, das Ocker und das Rotbraun, ein bisschen schwarz und dann kommt so ein bisschen schmuddeligere Holzfarbe raus. Ihr könnt es hier erstmal unten ausprobieren, so. Das ist immer noch ein schönes Braun. Kann noch ein bisschen mehr Schwarz dazu. Sowas für den unteren Teil des Bootes darf es ein bisschen dunkler sein. So. Und bei den Reflexionen im Wasser verwendet ihr die gleiche Farbe, aber macht es nicht ganz ausgefüllt, sondern da kann ein bisschen Struktur dabei sein. Es darf auch mal in so eine Welle rein. Das muss nicht 100% sein. Und wenn ihr könnt, lasst ihr hier noch einen kleinen Spalt frei. Dann hat man das Gefühl, das ist diese Wasserkante. So, die Paddelchen könnt ihr hier auch damit zeichnen. Malen meine ich. So. Hier auch. Hier auch. So. Und dann im Anschluss machen wir das Boot innen mit dem helleren Braun. Das darf ruhig ein bisschen freundlich aussehen. Und dann innen drin nochmal einen Schatten auf den Boden. Und das lassen wir in die feuchte Farbe reinfließen. Das kommt jetzt gleich. So, zuerst mal machen wir das hell. Lassen den Rand stehen. Und können jetzt nochmal mit dem dunklen Braun, den zwei Farben hier, den unteren Bootsboden, nicht da, wo er drauf sitzt, sondern den Boden, den können wir jetzt ein bisschen dunkler machen. Unter den Beinen im Boot ist somit die dunkelste Fläche in unserem Bild.
unterm Hosenboden vielleicht und so. Und ansonsten ist unser ganzes Bild gar nicht so wahnsinnig dunkel. Unter dem Paddel vielleicht noch ein bisschen. Das sind so Kleinigkeiten. Und hier vielleicht noch ein bisschen sowas. Ja, es ist ganz schön, wenn die Bank noch gut sichtbar bleibt unter seinen Beinen und hinten. Da kann es ein bisschen dunkler sein. Vielleicht hat er ja hier im Boot auch noch so einen, an der Spitze ist oftmals noch so eine kleine Ablage. Vielleicht gibt es das hier ja auch. So, unten, da wo das Wasser von unten ja sichtbar ist, da könnt ihr jetzt tatsächlich noch ein paar dunklere Reflexionen ins Wasser machen. Die tupfen wir auch gleich ab, weil das sind diese Stellen, wo das Wasser sozusagen dieses dunkle Holz von dem Boot hier an der Seite reflektiert. Und wenn euer Pinsel ein bisschen trocken ist, dann könnt ihr hier auch noch mal ein bisschen das Ganze dunkler machen, aber halt nicht zu dunkel, tupft es dann wieder ab, wenn es zu viel schwarze Töne enthält, weil wir wollen diese ganz dunklen Farben noch ein bisschen aufsparen für unsere Zeichnung, unsere Umrisslinien, weil die kommt gleich auch noch dazu. Ne? So, jetzt haben wir das schon im Groben und Ganzen, unser Schiffchen und die Mütze unten könnt ihr auch dunkel machen. Jetzt habe ich vergessen, zum Beispiel sein Gesicht im Wasser dunkel zu farbig zu machen. Das mache ich jetzt noch kurz. Ui, der ist aber rot geworden. Ne? So, das mache ich wieder weg. Und da mache ich jetzt stattdessen ein bisschen braun rein. Lass das so auslaufen, das ist gar nicht schlimm, weil im Wasser, da spiegelt sich ja alles Mögliche. Kann ich jetzt auch noch mal ein bisschen blau rein an die Gesichtsseiten. Und dann kann man das nachher ganz schön hier so. Ihr seht, da darf man ruhig in mehreren Lagen übereinander malen. Das muss nicht immer alles sofort fertig sein. Gerade hier mit dem Wasser, das sieht ganz toll aus, wenn da nochmal eine zweite Ebene und gerade im Vordergrund auch ein bisschen sattere Farben dazukommen. Da darf auch das dunklere Blau mit rein ins Meer. Meer hat ja auch Grün, aber das lasse ich jetzt mal weg. Das könnte dann mal in einem anderen Bild eine Rolle spielen. Je nach Licht hat das Meer ja ganz viele verschiedene Farben. So, da tropft es von den Paddeln. So. Und hier mache ich das richtig. Da haben wir so eine tiefe Ebene im Wasser und das betone ich jetzt und mache da in die Ecke, dann überall so matschig, mache ich hier noch dunkleres Wasser. So. Und da hinten fließt es aus, da scheint eher das Licht drauf. Und dann haben wir nochmal unseren Eisberg, den mache ich auch nochmal ein bisschen stärker an ein paar Stellen. So. Nicht zu viel. Gerade auch hier unten, zum Beispiel da, wo die Schatten unter der Kleidung sind, da könnt ihr auch ruhig ein bisschen mit Blau noch, wenn ihr welches im Pinsel übrig habt, rein. So. Und jetzt ist unser Mann soweit schon ganz gut erkennbar. Ich nehme jetzt erstmal keinen dünnen Pinsel heute, um das Ganze fertig zu machen, sondern ergänze das mit einem Buntstift. So, nachdem die Wasserfarben ein bisschen getrocknet sind, können wir uns auch dran machen, um ein paar Details mit unserem Buntstift zu ergänzen. Ich fange mal gerade hier an mit der Mütze. Da haben wir schon mal eine Kappe hier als Orientierung. Die können wir hier so ein bisschen spitz machen. Oben sehen wir ein bisschen die Kappendecke. So, und unsere Figur, unser junger Mann hier, der hat so eine lustige Mütze auf, die mache ich jetzt auch mit dem Buntstift unten gleich noch ein bisschen dunkel und er schaut so übers Wasser hin. Ich mache erstmal die Andeutung Augenorientierung und dann kann ich ihn richtig gucken lassen. Weiß ich auch, er schielt nicht, er schaut dahinter in die Richtung, wo ein paar
paddelt ein bisschen, aber er kann ja nicht ganz über seine Schulter gucken. Ne? So ein bisschen besorgt ist er. Hier ist das Ohr an der Seite. So. Ihr könnt die Figur malen, Mädchen oder Junge oder was ihr möchtet. Ich mache jetzt hier einen Bub, der in seinem Schiff sitzt. Und hier hat er seinen Kragen, der geht hier so vorne rum. Und dann könnt ihr zum Beispiel jetzt, hier habe ich so einen Pulli gemacht, der ist ja ein Polareis. Der ist ein bisschen dicker. Und dem krempel ich so die Ärmel hoch. So richtig weit. Einerseits ist ihm warm. Hinten vielleicht noch eine Kapuze dran, die kann man nachher nochmal farbig machen. Einerseits ist ihm warm, aber andererseits ist er auch besser sehr warm angezogen, weil es wird ja doch recht kühl dort. So, mache ich hier den Pullover und hier sind seine Arme. Die zeichne ich hier so an. Der eine biegt sich von hier, der andere von so ins Bild. Und jetzt könnt ihr hier vorne die Finger eigentlich sehr einfach so geschlossen zeichnen. Die Hand greift hier um sozusagen wie so eine kleine, ein kleines U greift hier ums Paddel und hält es dann fest. So, der sitzt hier auf der Bank. Und jetzt haben wir hier an der Stelle eine Sache. Hier kommen die Ruder hin, die liegen hier auf parallel zu dieser Bank. Und dann kann man hier an dieser Ecke kann man so einen kleinen Ruderaufhänger machen, auf der anderen Seite auch. Und jetzt haben wir natürlich das Problem, diese Ruder sollten nicht ganz krumm sein, sondern die sollten relativ gerade sein. Und da konzentriert ihr euch ein bisschen. Könnt auch am besten kein Lineal zur Verfügung nehmen, aber könnt es auch ein paar Mal nachzeichnen und habt dann irgendwann so in etwa diese, die Paddel müssen nicht ganz gerade sein, aber habt dann so in etwa eine Idee, eine Richtung, wie die Paddel möglichst gerade da rausragen. So, die Paddel gehen hier so rauf und sind dann, guckt mal, das ist wie so ein kleines U und die sind meistens vorne dann flach. Sowas. Und auf der anderen Seite muss das genauso aussehen oder ähnlich aussehen. Hier geht der Paddelknauf durch. Dann haben wir hier das lange Paddel. So, das darf hier ein bisschen verkürzt aussehen. Und hier ist es genauso, das liegt da so auf und läuft dann so. Ihr seht, bei der Zeichnung passiert ganz viel, da wird ganz viel klar bei dem Bild, was vorhin in dem Wasserfarbenbild noch gar nicht so deutlich war. Das passiert uns ja häufig bei den Bildern, dass da eigentlich über die Zeichnung noch ganz viele Details dazukommen. Hier haben wir Knie und jetzt gucken hier seine Beine rein, der hat ein bisschen angezogen und da paddelt er jetzt, indem er sich hier vorne auch abstößt. Man sieht eigentlich die Schuhsohlen, die legen hier irgendwie an. Das ist ein sehr kleines Boot. Und hier hinten sitzt er dann auf seiner Bank. So, hier hinten habe ich gemeint, machen wir so einen kleinen Tisch noch rein. Dann ist hier unser Bootskörper, der läuft hier außen rum. Sowas. Hat auch einen kleinen Rand vielleicht. So, und hier auch. So. Und da unten drin, da könnt ihr das ruhig auch mit dem Buntstift nochmal verstärken. Da ist es dunkel im Schiffchen. So, jetzt haben wir hier vorne, da geht meistens so ein Brett raus, wo diese Planken dran befestigt sind. Diese Planken, die laufen am Schiffskörper entlang, wie so ein Fass. Hier, die laufen so und so und so der Wasserlinie bzw. dieser Bootslinie nach. Das könnt ihr in etwa so dann auch im Spiegelbild sowas im Wasser nochmal wiederholen. Na, und da kann man auch dann die Vorderseite nochmal ein bisschen andeuten bzw. die Dinge, die jetzt sich beim Wasser verloren haben. Das muss nicht so ordentlich sein wie beim Schiff, sondern eher so, wie sich es im Wasser in den Reflexionen verlieren würde, könnt ihr das auch in der Zeichnung nochmal mit aufgreifen. So, das Gleiche gilt natürlich für diese Paddel. Die kommen im Wasser zwar vor, aber sind nicht genauso.
Und das Gleiche gilt auch dann für unseren Mann, der hier, also für so einen Bub, der hier im Boot sitzt. So. Wie gesagt, den Bootsrand, den könnt ihr ruhig nochmal betonen. So. Vielleicht sogar noch ein bisschen dünner. So. Manchmal ist da noch so ein Ring dran. Das kann man danach machen. Okay, unser Gesicht, hier haben wir jetzt gespiegelt von unten. Das heißt, das Ohr liegt ein bisschen weiter unten. Das Kinn verschwindet ein kleines bisschen unter der Jacke. Und das Gesicht insgesamt, man sieht ein bisschen mehr Kinn. Man sieht die Nase von unten fast. Das heißt, ihr könnt schon die Nasenlöcher sehen. Und ihr habt hier die Augen, die machen so ein bisschen einen Kreis in die andere Richtung nach unten. Und ihr schaut hier sozusagen, darum gehen die Augenbrauen auch in die andere Richtung hoch, so. Und ihr schaut jetzt auch mehr von unten auf seine Mütze drauf. Da sieht man jetzt mehr diese Situation von unten. So. Na, Haare noch ein bisschen, damit er nicht so. So. Und dann verschwindet er hier mit dem Paddel hinter der Bootsseite, hier sieht man es, wie es rauskommt, und das macht dann, ehrlich gesagt, kann das sich ziemlich auflösen hier im Wasser, da darf es ruhig ein bisschen ausbrechen. Und dann haben wir das Gefühl, der junge Mann spiegelt sich im Wasser. Hier hinten, wo diese Felsen sind, da könnt ihr noch so ein paar Markierungen machen, beziehungsweise betonen, wo die Wasserlinie ist, die ist ja eigentlich auch mal hell, aber je nachdem haben wir hier ziemlich massive Eisklötze. Und es ist ganz gut, wenn die noch so ein paar Verbindungen mit dem Wasser beziehungsweise hier auch so eine Trennlinie bekommen. So, da wo die Schatten ans Licht grenzen, da ist es besonders dunkel vom Gefühl, was wir sehen können. Und dann haben wir hier hinten auch noch Eisberge und schließen das Bild so ein bisschen offen nach hinten ab. So, da darf manches offen bleiben. So, jetzt haben wir schon mal ziemlich viel geschafft. Eigentlich bin ich schon ganz glücklich. Es ist trotzdem gut, am Ende nochmal einen Blick drauf zu werfen und zu gucken, wo fehlt was, was fällt euch noch auf, habe ich was vergessen, möchte ich was korrigieren. Je nachdem kann man auch mal mit Deckweiß versuchen, was zu machen. Ich mag das immer nicht so gerne. Meistens lässt sich das mit einem Radiergummi nochmal oder mit Wasser anlösen. Oder je nachdem, wenn da zum Beispiel noch eine Kleinigkeit fehlt, wie hier an der Kapuze, dann könnt ihr da auch nochmal mit Farbe reingehen, ganz am Schluss. So, ich bin fertig für heute. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Nachmalen und vor allem bei eigenen Ideen, weil ihr könnt die Figur ja tatsächlich ändern, ganz wie ihr wollt.